jetzt heute mit dem Turm des Wassers und Dakuma. Wir sind eigentlich gute Freunde, also dürfen wir uns dazu sein. Je nachdem, welchen Turm ihr nehmt, wenn er den Turm des Wassers oder den Turm des Unix nehmt, entwickelt sich das Dakuma zu einem dem jeweiligen Typ. Es wird dann Kampf Wasser, wenn wir hier durchkommen. Und ja, ich habe eigentlich Pokémon im Team. Und ich möchte ungern zwei gleiche Typen im Team haben. Deswegen entscheide ich mich für den Wasser, für den Turm des Wassers. Hallo, der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Dieses Turm des Wassers. Er dient allein dem Training deines Dakumas. Solange es nicht das einzige Pokémon deines Teams, kann ich dir keinen Zutritt erwehren. Ja, ist natürlich klar. Ich hab's fast erwartet. Gut, dann müssen wir nochmal zurück zum Pokémon Center. Oder beziehungsweise hier. Okay, dann gehen wir kurz mal zum Bahnhof zurück. Ich glaube, hier müsste noch ein roter Mina irgendwo drin stehen. Jawohl. Ich vergesse es jedes Mal. Wir können es ja tatsächlich so machen. Schade, ich muss eigentlich irgendwie. Dann hau ich jetzt mal bei dem Box Nummer 6 raus. Das wird meine. Zum ersten Mal tatsächlich, dass ich einige Pokémon rausnehmen muss. Gut, dass ich Level 60 habe. Ich hoffe, das reicht vom Level her. Also, das war nur tatsächlich mit Dakuma hier antrieben. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gehofft, dass ich das mal ein anderes Team mitnehmen kann. Moment, da oben ist es. Ach, der. Das ist doch ein. Da ist noch so ein Spot zum. Maus. Alles wo? Ja. Naja, dann gehen wir jetzt. Und dann gehen wir jetzt raus. So. Oh, ist doch zum Kotzen. Das heißt, wir müssen den auf Level 70 erst bringen. Also, zum Kopf. Ja. Gut. Wir versuchen es einfach so. Sonst muss ich tatsächlich erst aufs Screen machen. Okay, versuchen wir es einfach. Wenn wir verkacken, dann Pech. Dann machen wir es halt. Müssen wir es dann machen. Rickdorf war letztens eine Kurs und kam so irgendwann ins Meer zurück. Der wird gleich was wirklich verschlucken. Ja, versuchen wir es einfach. Irgendwie müssen wir es drinnen machen. Hier sind die anderen beiden. Die Trainer erwarten uns jetzt. Hier war es ruhig. So. Klein. Gott sei Dank, Donnerschlag.
Das wird es ein bisschen einfacher machen. So, auf geht's. Etage 2. 5 Etagen, 5 Trainer. Egal ob runter oder was da passiert, in der Form, das Form deines Gefäßes an. Und dann setze ich mich auf meine Gegner an. Rechts ist der Atem geschlagen. So. Level 66. So, die nächste Ebene. Ich heile mich mal wieder komplett hoch. So, okay. Übertrag mit. Also jetzt kommen wir relativ durch. Der dritte zu kriegen. Ich ist gerade die Scheibe von dem Tipp, wieder passt uns alle sehr gut auf die Stadt. Glaubst du, dass der Hunde, die steht dann hier von meiner Wassertropfen verstehen kann? Okay. Ah, fast. Mann, ist das so ein oder was? Ich wollte mal die Regierung für die Schlüssel. Schülerin besiegt, wenn alle ein Pokémon haben, dann wird es relativ einfach. Aber ich erwarte spätestens auf der letzten Stufe nochmal. Wenn wir auch nicht gegen mehr. Jawohl, Wuschi. Gut, der wird ja. Der wird nicht erweitert uns ja Meister. Thank you.
Alter, das Glück ist gut. Irgendwie kriegen wir uns mal raus. Ich weiß nicht, was mich erwartet, das ist es halt, ne? So. Das große Finale. Ha, da bist du endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Wassers wählen würdest. Daher kam ich gleich her. Hut ab, Griff von Takuma. Ihr habt saubere Arbeit geleistet. Doch hier steht noch ein abschließender Kampf bevor. Und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal nicht mit Samthandschuhen anfassen. Also zieh dich warm an. Fisch-Pokémon meiden einen allzu klaren Fluss, der nicht Schutz der Dunkelheit bietet. Und? Ich werde dir zeigen, was wirklich hinter dem Geheimnis des Wassers ist. Na gut, probieren wir es mal. Der ist doch doch ziemlich agil. Der hat da Kuma. Geht, ne? Soll ich aber nur einen Pokémon oder hat er noch mehr? Der wird sich wahrscheinlich 75 finden. Wieder Überraschung. Glück haben dabei. Also gut noch eine mit Wasser. Weiß ich, brauch noch Level. Nochmal gegen die alle antreten oder wie sieht das aus? Ja, doch. Ah, super. Ich dachte mir, ich könnte so hinkriegen. Okay, dann müssen wir das machen. Eroas anfängt. Das kann ich machen. Fokus gut ein.
So, Neville. Zurückschrecken gehen. Mit ein bisschen Glück. Aber anders ist es fast nicht machbar. Na gut, versuchen wir es trotzdem. Nochmal. Ansonsten, wie gesagt, machen wir es. Gehe ich Raids machen, damit ich wieder ein bisschen leveln kann. Level 70 war ja uns eigentlich vorgeschlagen worden. So, probieren wir es. Dann probieren wir es nochmal. Volltreffer. Gehält. Yes. Hoho, wusste ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Prächtig, prächtig. Wenn ich sehe, wie toll du da Kumo trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mein damals bester Schüler auch an diesem Training versucht. Sein Name war Dillian. Ah, okay. Leider hat ihm sein miserabler Orientierungssinn einen Strich in die Rechnung gemacht. Er hat sich immer bis zum Turm geschafft. So, aber jetzt ist Zeit für da Kumos Entwicklung. Zeig ihm doch bitte mal die Schriftrolle des Wassers.
Ja, ich würde sie gerne weiterentwickeln. Achso. Ich habe das als Item bekommen, oder was? Wie soll ich die denn weiter? Wie soll ich das dem die geben? Was für eine Schriftrolle? Achso, die Schriftrolle oder was? Willst du da guck mal die Schriftrolle des Wassers zeigen und die Weiterentwicklung auslösen? Ja. So, dann versuchen wir es nochmal. Damit entwickelt sich der Akuma jetzt tatsächlich weiter. Damit haben wir Uno. Mit dem Typen Kampf und Wasser. Trefferschwein. Okay. Nahkampf raus. So. Sehr gut. Dann haben wir tatsächlich es geschafft. Dann sind wir mit dem DLC durch. Jetzt mit dir. Ach, Liga, das ist gut. Das Kämpfer reicht halt, wie viel er trainiert. Das ist halt für den nächsten Schritt. Was für den nächsten Schritt? Okay, wir können tatsächlich jetzt auch wieder weitermachen. Okay. Gut. Dann haben wir das soweit. Ich gehe mal kurz meine Pokémon wieder zurückholen und dann machen wir hier Feierabend. Alter, dann geht's nämlich weiter mit. Ja, Hauptstory. So. Ich glaube, wir haben jetzt mal alles durch, oder? Und da kommt noch was drauf zu. Nee. Da kommt uns nichts mehr drauf zu, weil das ist hier tatsächlich, den Turm kann man nicht mehr betreten. Der Turm ist unnächst. Und ich mache jetzt auch so nach Brassbury. Hier geht es nämlich dann weiter mit der Hauptstory. Bzw. nicht mit der Hauptstory, eigentlich mit dem, was wir da noch machen wollen. Wir gehen so Richtung, langsam Richtung Ende. Und ich mache mal, sagen wir mal, Feierabend. Noch heilen und dann spiele ich hier Break. So. Und dann ist jetzt hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter endlich mit der Hauptstory.